Die Norddeutsche Philharmonie Rostock lädt zum nächsten philharmonischen Konzert ein. Der Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Dr. Distel GmbH, das Unternehmen aus Ihrer Region. Wir engagieren uns für Kultur. Im großen Haus des Volkstheaters Rostock ertönte am 13. März wieder Orchestermusik. Zum ersten Mal seit Beginn des zweiten Lockdowns Anfang November waren die Mitglieder der Norddeutschen Philharmonie Rostock zusammengekommen, um ein großes Konzert aufzuführen. Einzig das Publikum fehlte. Das siebte philharmonische Konzert mit dem Titel Monumente war ein Geisterkonzert. Es wurde für den Sender Deutschlandfunk Kultur aufgezeichnet. Dort soll es bereits am 16. März gesendet werden. Wir haben am Dienstagabend den prominenten Sendertermin nach den Nachrichten 20 Uhr im Konzert. Wir haben ein regelmäßiges Konzertfenster und das wird dann Dienstagabend 20 Uhr zu hören sein und wird dann mit Moderation, Pausengespräch, wo auch Klaus Matzen, Ralf Reichel und meine Wenigkeit zu hören sein werden, plus Werkeinführung, ist es dann eine 2-Stunden-Sendung. Chefdirigent Markus Bosch hat zwei Meisterwerke der russischen Konzertliteratur aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ausgewählt. Neben Sergei Prokofjew erklingt Sergei Rachmaninows Konzert für Klavier und Orchester Nummer 2. Den Solopart übernimmt die junge französische Pianistin Lise de la Salle. Sie hat bereits alle Klavierkonzerte von Rachmaninow auf CD aufgenommen und damit zahlreiche Preise gewonnen. Die Deutsche Philharmonie zeigte sich in Höchstform und das, obwohl ein gemeinsames Proben aller Orchestermitglieder in den vergangenen Monaten kaum möglich war. Wegen der Pandemie waren auch die philharmonischen Konzerte 3 bis 6 der Saison ausgefallen. Es ist wirklich so, dass wir quasi am 13. März letzten Jahres, am 13. März 2020, unsere letzte Vorstellung hier im Haus gespielt haben, die quasi schon unter den Corona-Vorzeichen stand. Dann gab es erstmal ein relativ großes Loch. Wir haben dann glücklicherweise eine Klangwolke spielen können, die auch deutschlandweit großes Aufsehen erregt hat, weil es das erste Mal war, dass Musiker mit Tests wieder gemeinsam musiziert haben. Und daraus haben wir sehr viel Kraft geschöpft, um dann die, ja, am Ende jetzt fast ein Jahr lange Zeit zu überstehen. Auch kleinere Projekte, zum Beispiel in Kooperation mit der Hochschule für Musik und Theater, gab es. Die finanzielle Situation der festangestellten Mitglieder der Norddeutschen Philharmonie ist zumindest durch das Kurzarbeitergeld erträglich. Da geht es natürlich den freischaffenden Musikern auch hier in Rostock und deutschlandweit wirklich nicht so gut. Wir haben auch eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um unseren Aushilfen mit einem kleinen Bonus helfen zu können. Und hoffen, dass es auch für diese Musiker wieder die Möglichkeit gibt, bei uns auszuhelfen, so wie das heute auch ist. Und dass wir wieder gemeinsam Projekte anschieben können, gemeinsam musizieren können.
Es fehlt vor allem eins, der Kontakt zum Publikum. Das Konzert für Deutschlandfunk Kultur ist zumindest eine Möglichkeit, auch national wieder wahrgenommen zu werden. Ich würde gerne unser Publikum grüßen. Ich habe es lange nicht gesehen, ich vermisse es. Und wir fiebern dem Moment entgegen, wo wir wieder annähernd ein normales Leben haben. Und ich wünsche mir, dass ich natürlich alle gesund wieder sehe und dass alle diese Krise möglichst gut überstanden haben. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von der Dr. Distel GmbH, das Unternehmen aus Ihrer Region. Wir engagieren uns für Kultur.